Sie ist genau 10 Jahre alt. Ich frage mich, was er fett ist geballert haben. Überraschung! Happy Birthday, Gerhard! CSGO wird 10 Jahre alt und heute am 17.8. kam ein Update mitten in der Nacht, also für uns ja Standard in Deutschland. Und dieses Update enthält Sticker, Maps und so ein Teil. So eine 10-Jahres-Coin. Das ist natürlich, aber halte ein. CSGO hat auch noch gar nicht Geburtstag. Der kommt ja erst noch! Kommenden Sonntag ist der 21.8. und dann wird CSGO 10 Jahre alt und ich denke, man kann schon spekulieren, dass da möglicherweise noch was nachkommt. Aber jetzt schauen wir erstmal rein. Machen wir erstmal langsam. Yay, 10 Jahre alt, bla bla bla. Zu früh, wie gesagt, ist noch hin bis zum 21. Die Sticker-Competition, die jetzt am Laufen war, ist durch und jetzt hat man da die tollen Sticker am Start. Gucken wir uns gleich an. Des Weiteren haben wir Maps wie zum Beispiel Tuscan. Okay, das ist schon sehr geil. Wieder mit dabei. Anubis war auch immer eine ganz lustige Sache. Bla, Guy sagt mir nichts. Breach kennt man und Prime. Ja, naja, ne? Prime ist Prime. Natürlich ist diese Coin, bzw. dieser Cake ja auch ganz nett. Den könnt ihr übrigens nur noch bis zum 22. August snacken. Ich sag euch, da kommt noch was, da gleich mehr davon. Das ist eben diese spezielle Coin, die ihr snacken könnt, wenn ihr Prime habt. Und rein daddelt, wenn ihr genug für die Woche erspielt. Also Leute, zocken, zocken, zocken. Wenn die Coin nicht hat, stinkt ein bisschen nach Kacke. 10 Jahre, große Nummer, das ist natürlich richtig. Wir haben ganz viele Spieler hier, Juchei, Majors sind gut gelaufen, das Spiel ist kostenlos, hi, hi. And the future could not look brighter. Seid ihr euch da sicher? Bruh. Naja, Spaß beiseite. Das Update hat jetzt etwas, überrascht, denn es kam eben zu früh, eindeutig. Am 21.8. ist CSGO 10 Jahre alt, heute ist der 17.8. Der Inhalt des Updates ist natürlich ganz nett, ne? Mit dieser Sticker-Kapsel schauen wir, wie gesagt, gleich rein. Es gibt die Maps, die wir uns angucken können, die 10-Jahres-Coin und Heiter-Teil. Man kann jetzt noch in den Containern sich Sachen anschauen. Ah, oh, oh, ach Gott. Wenn die Skins schnell genug laden würden, Alter, da ist ja gar nichts drin. Was ich auf jeden Fall vermute, ist Folgendes. Es kommt am 21. irgendwas an den Start. Ich denke, dass es eine Operation ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Source 2 ist, weil Source 2 ist, wie gesagt, ist so unglaublich weit weg, also vom Feeling her, dass das doch sehr unrealistisch wirkt, dass da jetzt in die Richtung was nachgeschossen wird. Das gleiche wie Half-Life 3, das kann ich mir jetzt nicht so richtig... Eine Operation wäre immerhin im Rahmen des Möglichen. Das wissen wir. Sie haben schon viele Operations gemacht. Mitunter auch mal fette Spannen dazwischen freigelassen und eben keine gebracht. Aber hier könnte man doch was nachliefern. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, euch die super duper Maps zu zeigen. Aber es ist halb vier, viertel vor vier. Und die meisten werdet ihr eh schon kennen. Also Tuscan werden sowieso die meisten kennen. Anubis kennt ihr, Breach kennt ihr. Die anderen sind wahrscheinlich bei Wingman. Ah ja, Blagai. Das muss ich mir jetzt irgendwie nicht, komm, ich guck halt rein. Let's go. Kenne ich die von früher, kann das sein? Oder ist das eine brandneue? Das ist schon mal gut. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Sticker-Kapsel an. Da bin ich gespannt. Ich habe schon einige in der Vorschau gesehen. Das sind diese richtig krassen mit diesem Effekt. Guckt euch das an. Lenticular nennt sich der Effekt so. Das hat irgendein Sticker-Ersteller erfunden oder herausgefunden vielmehr, dass man mit einem gewissen Effekt, beziehungsweise eben mit dieser Art und Weise, wie man die Sticker macht, genau diesen Effekt erzielen kann. Und das ist schon wirklich absolut bekloppt. Also, guck mal hier. Auch sehr, sehr geil. Also, das sind natürlich Schmuckstücke. Das Ding habe ich auch in irgendeinem Video gesehen. Where are we rushing? B, ist ja klar. Ich bin fast schon sprachlos. Das ist wirklich sehr schön, die Teile, die er hier gemacht hat. Es ist ein spezieller Knilch, der das macht, der das kann. Ach, auch der DJ-Sticker, genau. Oh, ho, ho. Dieses Durchschalt-Feature finde ich übrigens sehr nice. Also jetzt kommt es doch richtig gut zur Geltung. Och, guck mal da. Ich schalte einfach mal jetzt kurz durch. Ja gut, ist jetzt nicht so meins. Ja, ne, Molotow, okay, bin ich ja pro... Oh, ein Overpass-Diorama, das ist ja auch geil. Sodele. Demi. Versuche es nicht so viele Insider zu malen, aber das ist ja richtig geil. Oh mein Gott. Das sind einfach wieder Sticker, die so insane sweet sind. Da, also die muss man sich holen. Ach Gott, guck mal da, Ayumi. Lumi und Poli werden wieder so in CSGO einsteigen, so insane. Oh mein Gott, die werden so reinballern. Frauenpower ist am Start. Konspiranzi, Das ist aber auch... Das ist wirklich schön. Das ist wirklich nice. Ich hab's ja vorhin gesagt, also Source 2. Ihr wisst, oder viele von euch wissen, ich bin schon etwas älter. Ich muss kurz aufs Jahr gucken, was für ein Jahr wir haben. Ich bin 32. Und, vor 10 Jahren ungefähr, vielleicht sogar 13, 14, da hieß es schon, Source 2 kommt. Damals. Also es ist, es fühlt sich wirklich weit gegriffen an. Das ist fein. Das ist einfach geil. Das ist es. Das brauche ich auf der, was weiß ich, P90 oder so. Also kurzum, extrem schöne Teile. B-Day, komm, machen wir auch noch auf. Kuss. Und wie gesagt, diese Coin,
Die müsst ihr euch natürlich erspielen. Also spielt jetzt, ja, bis zum 22. Zeit daddelt rein. Und holt euch dieses Ding noch. Falls ihr noch irgendwelche Gedanken habt zum Update, gerne rein damit in die Kommentare. Und wenn euch noch was im Kopf rumschwirrt zwecks dem 21.8., ob ihr auch sagt, ja komm, da kommt wahrscheinlich eine Operation oder vielleicht sogar was ganz anderes, dann haut's natürlich auch rein. Ich bin gespannt. Vergesst nicht unser aktuelles Knife-Giveaway auf Twitch. Einfach rankommen, Bubble-Dollar sammeln und mitmachen. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.